Avarana, Verschleierung, Verdeckung, Schleier. Avarana ist der Schleier. Es ist der Schleier der Unwissenheit. Im Vedanta gibt es den Ausdruck Avarana als Schleier, der vor dem Selbst ist. Es ist der Schleier der Unwissenheit. Es ist der Schleier, der verhindert, dass du Brahman wahrnimmst, dass du erkennst, du bist Brahman. Es gibt im Vedanta mehrere Hinderniskategorien, die es gilt zu überwinden. Es gibt Dosha, Mala, Vikshepa und Avarana. Die erste, Dosha, auch Mala genannt, sind Unreinheiten. Der Geist hat verschiedenste Unreinheiten. Der Geist hat bestimmte negative Emotionen, ja, Gier oder Ängste oder Neid und so weiter. Oder auch Trägheit oder die verschiedensten psychischen Defekte. Das sind alles Malas, Doshas im Sinne von Unreinheiten des Geistes. Es gilt, diese zu überwinden. Wenn du diese überwunden hast, wirst du konfrontiert mit Vikshepa. Vikshepa ist Unruhe des Geistes. Als nächstes gilt es also, den Geist zur Ruhe zu bringen. Ist der Geist zur Ruhe gebracht, dann gilt es, den Schleier der Unwissenheit, Avarana, zu überwinden. Wie machst du das? Zunächst mal, Mala und Dosha überwindest du durch uneigennütziges Dienen. Indem du dienst, überwindest du die verschiedenen psychischen Defekte, die verschiedenen Ego-Zentrierungen und so weiter. Beim Dienen dienst du, um anderen zu helfen. Du kümmerst dich weniger um dein eigenes Befinden oder auch Nichtbefinden. Du tust, was zu tun ist. Das ist Karma-Yoga. Damit überwindest du die Unreinheiten des Geistes. Der nächste Teil ist dann Vikshepa. Die Unruhe des Geistes. Wie überwindest du die Unruhe des Geistes? Da gibt es so viel im Yoga. Mit Asana, mit Pranayama, mit Meditationstechnik, mit Mantrasingen, mit Pujas und auch mit Konzentration im Alltag. Ein sehr großer Teil des Yoga ist die Entwicklung von Konzentrationsfähigkeit, um Vikshepa zu überwinden. Wie überwindest du dann Avarana, den Schleier der Unwissenheit, den Schleier der letztlich das Höchste verdeckt. Das ist gar nicht so einfach. Im Jnana-Yoga würde man sagen, durch Atman-Jnana, durch höchste Erkenntnis. Frag, wer bin ich? Erkenne dein Selbst und sei frei. Mit einpünktiger Aufmerksamkeit und einpünktiger Konzentration die Frage stellen, wer bin ich? Damit zerreißt du den Schleier der Unwissenheit. Damit überwindest du das, was Atman überdeckt. Avarana im Jnana-Yoga-Sinne durch Erkenntnis überwunden. Die anderen Yoga-Wege kommen aber auch zum Höchsten. Das geht zum Beispiel bei Bhakti-Yoga durch bedingungslose Hingabe zu Gott. Wenn du bedingungslos Gott hingegeben bist, Atma Nivedana zum Beispiel oder auch Atma Samapana, dann kommt die Gnade Gottes und zerreißt Avarana. Oder auch im Raja-Yoga. Indem du intensiv meditierst, in Samadhi kommst, transzendierst du auch dort den Schleier der Unwissenheit. Patanjali sagt sogar, dass intensives Pranayama den Schleier lüftet, der das Licht verhüllt. In diesem Sinne, schon intensives Pranayama kann dir helfen, aus Avarana herauszukommen. Aber Avarana wird besonders im Jnana-Yoga-Sinn verwendet. Avarana als Schleier, als Verdeckung. Und über Atmanjana, Erkenntnis des Selbst, wird der Schleier der Unwissenheit gelüftet. Avarana, Schleier, Verdeckung.